freie Fernsehsender RIP-TV präsentieren auf euren Internetsender aus Salzburg das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Und Mitveranstalter sowie Gastgeberin Heidi in ihren Zauberpark in Wien. Oh,
Sind wir denn zu hören? Hallo? Guck, guck. Ich glaub schon. Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass ihr schon so zahlreich erschienen seid. Wir haben bis jetzt nur organisiert. Aber ich glaube schon langsam schaffen wir es. Es gibt jetzt 3 Tage, circa 60 Vorträge. Es gibt Ausstellungen, es gibt Kunst, es gibt Musik. Also ich hab euch viel zu bieten. Wie halten auch einen Vortrag? Ich nicht, nein. Ich habe das bezeichnet als Montmartre Dornbach, aber die Künstler sind jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten. Es kommen immer mehr Vorträge im Gesundheitsbereich, im Weiterbildungsbereich oder überhaupt Vorträge für gutes oder gesundes Leben und ein glückliches Leben. Und ich glaube, das ist ja das, was jeder will. Ich persönlich, mein Name ist Heidi Bernhard, für die, die mich nicht kennen. Ich bin hier die Hausherrin. Ich habe mir das Haus in fast 30 Jahren harter Arbeit erarbeitet und habe jetzt eine Vision gehabt in den letzten Jahren. Ich möchte jetzt einfach schönes, gutes, tolle Sachen machen für Menschen und Menschen helfen, dass sie sich auch eben ein gutes Leben führen können. Ich bilde Mediatoren aus, ich bilde Lebensberater aus und Weiterbildungen gibt es in jeder Hinsicht, vor allem im Gesundheitsbereich, aber auch im energetischen Bereich. Und ihr habt hier vorne eine Liste, was ihr alles anhören könnt oder anschauen könnt. Wir müssen gleich anfangen, um 3 geht es um das erste los. Aber zuerst möchte ich ganz, ganz liebevoll begrüßen unsere Bezirksvorsteherin, Frau Dr. Pfeffer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke vielmals. Darf ich dich bitten, dass du ein paar Worte an uns richtest? Dankeschön. Und noch etwas, ich möchte auch den Baumeister Richard Lugner begrüßen. Ein ganz lieber Freund, den ich sehr, sehr verehre mit was, was er alles geschaffen hat. Komm bitte, Richard. Wir sind Rücken an Rücken gesessen. Soll auch gut sein. Liebe Heidi, danke ganz herzlich für deine Einladung. Montmartre in Dornbach hat auch schon Tradition. Das 10. Mal. Ja, genau. Und das heute ist einmal außerhalb des Termins von Montmartre in Dornbach. Ich habe gesagt, hast du jetzt Montmartre in Dornbach oder wie bedeutet man das? Hat die Heidi gesagt, das ist ganz egal. Es sind immer wieder Künstler da, du wirst sehen, es ist eine breite Palette an Angeboten, ähnlich wie Montmartre in Dornbach. Wir haben es halt nicht im Juni, sondern halt im August. So, genau, dann ist es eigentlich egal. Dann ist gleich. Ich kann nur sagen, danke, dass ihr das alles organisiert. Es ist eine Heidenaufgabe. Das kannst du mir klar, das weiß ich, auch von Festivitäten zu organisieren. Und vor allem das alles passt, weil es ja so unterschiedlich ist und so vielfältig, das Programm. Ich bin ja dann schon neugierig, weil ich mache gerne wieder meine Runde. Bevor ich euch verlasse, habe ich heute noch 2 große, lange Termine. Ja, und wie gesagt, den Herrn Baumeister, danke, dass wir uns hier sehen. Der hilft uns ja auch immer.
weil wir machen gerne mit WAF weiterkommen im Beruf und Schulweiterbildung. Das machen wir mit den Jugendlichen 17. und 15. Bezirk immer in der Lugner City. Traditionell, er stellt uns das zur Verfügung und ich kann nur sagen, es ist immer ein Bombenerfolg. Ich glaube, Sie können sich selber dann nachschauen, wenn Sie kommen oft zu Besuch. Also die Jugendlichen, die Kids lieben es. Es ist eine gute Veranstaltung, alles selber gemacht mit unterschiedlichen Playern vom Arbeitsamt, ÖBB, was man nicht alles werden kann. Und das ist hier die Fläche, wo sich die Jugendlichen treffen. Und da sage ich ganz herzlichen Dank, weil auch die Hanal sehr gerne in die Lugner City fahren. Man muss das gleich sozusagen in einem machen. Sie hoffe, Sie gestatten mir das, weil ich denke, in Hernals soll man die Ressourcen nützen, die sich uns bieten. Und wir sind auch immer sehr bezirksübergreifend unterwegs. Du ja genauso mit deinen ganzen Angeboten. Und dann kann ich dir nur sehr viel Erfolg wünschen. Wenn der Erfolg so ist, wie das Wetter, brauchst du um den Erfolg keine Sorgen machen. Alles Liebe. Dankeschön. Danke vielmals, liebe Ilse. Ich bin ja kein Bezirksvorsteher, ich bin, wenn Sie wollen, der Bezirksvorsteher von der Lugner City. Ist auch ein bisschen was, aber nicht so groß wie Herr Nals natürlich. Mehr als genug. Naja, wir sind klein und bescheiden. Na, ich bin 10 Jahre bei der Heidi, aber ich kenne die Heidi schon fast wie sie ein Baby war. Und sie macht immer tolle Veranstaltungen und den ganzen Garten, den sie gestaltet hat, den Zaubergarten, ist ganz was Einmaliges und ich kenne eigentlich keinen zweiten Zaubergarten in ganz Wien. Ich glaube, das ist bist eine Monopolistin bist du. Und dann hat sie in den Teichen so viele Goldfische und sie ist die Lieferantin immer für mein Biotop, um Goldfische zu kriegen, weil da gibt es alle möglichen Viecher, die fangen sie immer raus und dann brauche ich wieder neue. Sage ich, du Heidi, ich brauche wieder Goldfisch, sagt sie, gut, gehen wir fangen und dann liefert sie mir die Goldfische, da hat sie Kübeln und alles fertig, also sie ist gut ausgerüstet. Zum Jugendlichen in der Lugner City, die Lugner City ist schon ein bisschen ein Treffpunkt von Jugendlichen von der ganzen Gegend, da 17. Bezirk. Und ich bin ja am westlichsten Punkt von der Lugner City, über der Gabriensgasse ist schon Otterkring. Also nur Otterkring trennt die Lugner City von uns, aber nicht ein Stückchen vom 15. Bezirk ist näher zu Herrn Reus wie die Lugner City. Und wir haben natürlich viele mit Beruf. In der Stadthalle gibt es eine große Berufsveranstaltung und da kommen immer viele Schüler auch zu uns rein. Da gibt es im Frühjahr so Berufsausbildungstage und dann haben wir immer wieder Wettbewerbe, was ich Zuckerbäcker, wie die neuen Sieger von den Bundesländern, die wählen dann einen Österreich-Sieger und von den Installateuren und von den Baumeistern und von den verschiedensten Handwerksberufen haben wir das schon gehabt. Das ist immer sehr, sehr erfolgreich. Die Leute freuen sich, wenn sie denen zuschauen. Und auf der anderen Seite freuen sich die Jugendlichen. Sie sind zwar nervös, dass das so einen Anklang findet, weil so viele Leute zuschauen. Wir haben zum Beispiel morgen, wenn sie kommen wollen, Chivapchi-Chivette essen. Um 12 und um 14 Uhr. Gut, sonst glaube ich, will ich nichts sagen. Ich glaube, die Heidi macht das toll. Das muss man ja lassen. Meine Freundin kommt auch her, die tut da verschiedene Gesundheitsmittel und ist ja ein Apostel dafür. Aber da will ich mich nicht einmischen, das überlasse ich ihr, das zu präsentieren. Ich würde sagen, Heidi, ich gebe dir das Wort. Ich glaube, ich habe genug gesprochen. Danke vielmals, lieber Richard. Jetzt als nächstes, diese Veranstaltung ist ja nicht von mir alleine organisiert, sondern auch von OkiTalk. Und jetzt gebe ich Klaus zum Verantwortlichen von OkiTalk, zum Klaus Galatz. Danke dir, Heidi. Wunderbar, wenn man hier reinschaut in deinem Zaubergarten. Und ja, OkiTalk Medienfestival heute. Erstmal ein Dankeschön, dass ihr heute hier seid. Wir bieten euch eine Live-Übertragung, Interviews, Upendo TV ist da. Krypto TV, der Roman ist da. Und wer ein bisschen Aufzeichnung, Interviews haben möchte, kann sich hinten in den Hütten einsetzen. Wir haben auch ein volles Programm Medien, nicht nur auf Konsumbasis heißt das bei OkiTalk. Wir wollen die Menschen zusammenführen mit
ja, mit Gesprächen bekommt man halt die Menschen zusammen. Ja, so sehe ich das. Und jeder weiß, dass die Medien ja immer nur auf Konsum sind und wir wollen ein bisschen Lebendigkeit machen. Und das heißt, unsere Zuhörer, je nachdem, werden wir ja sehen, können wir uns heute auch mitreden. Ja, wir sind gleich oben in dem Saal und als erstes darf ich mal ankündigen, Heidi, da ist die Sabina Tippel und die macht heute Familienaufstellung. Und vielleicht magst du noch ein Wort dazu sagen, Sabina, Familienaufstellung? Ja, hallo, grüß euch. Also ich mache heute keine Familienaufstellung, sondern ich erzähle euch etwas darüber. Das ist der große Unterschied. Und noch was, ich nenne es für mich Systemaufstellungen, weil vieles von dem, was ich mache, geht über das Familiensystemische hinaus. Also ich erzähle euch heute etwas über Systemaufstellungen, über Energiefelder, wie ihr euch in Zukunft wohler fühlen könnt. Ja, Dankeschön. Und wie gesagt, hinauf über die Stiege im Saal um 15 Uhr. Ja, und dann ist es ein fettes Programm. Auch bei uns gibt es oben das Programm von Okay Talk. Und Dankeschön, dass ihr hier seid. Viel Spaß. Okay. Jetzt gleich um 15 Uhr gibt es jetzt hier rechts im Wintergarten Franco Stolz, der Weg in die Leichtigkeit durch die universellen Lebensenergien. Franco, magst du ein paar Worte dazu sagen, bevor du anfängst? Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich über die freien Energien sprechen kann. Ich habe mich viele Jahre damit beschäftigt. Wie kann man diese freien Energien nutzen? Das ist ja heute nichts Neues. Sachen Sonnenenergie kennt man das. Man weiß, die Erdenergie kann man nutzen. Aber es gibt vielleicht doch noch eine dritte Energie. Die wird durch verschiedene Namen immer wieder das Gleiche. Ist es eine, für mich eine Kraft? Viele sagen Qi, andere sagen Prana. Dann gibt es Orgon. Ich habe mich mit Forschern auseinandergesetzt. Einer war Nikolaus Tesla, dann war Wilhelm Reich. Habe dann das Ganze versucht nachzubauen, so dass ich geschaut habe, ob das überhaupt funktioniert. Weil Theorien sind ja alles toll, aber wenn es dann nicht funktioniert. Und so habe ich jetzt eine Anlage gebaut, die man heute testen kann. Ich werde jemand, der sich zur Verfügung stellt. Drunter, das sind spezielle Energierohre, die ziehen diese freien Energien an. Dann machen wir zuerst eine Messung und nachher machen wir noch eine Messung. Und dann sieht man den Unterschied, ob man diese freien Energien für unsere Gesundheit, für unsere Harmonie, für Krankheiten nutzen kann. So, seid also herzlich willkommen. Herzlich willkommen, wenn ihr da kommen wollt, um 15 Uhr beginnt es. Also jetzt. Ja. Wenn wir von Gesundheit reden, ich bin mehr oder weniger ein Versuchskaninchen oder beziehungsweise es gab 20 Jahre eine Forschung und zwar von einem Professor aus Leipzig, der Stammzellen reaktiviert und da kriegt ungefähr Folgendes. Es wird Blut abgezapft für Ampullen voll. Das Blut wird zentrifugiert, die roten Blutkörperchen kommen raus, dann ist es so eine gelbe Flüssigkeit, das Blut. Und dann haben sie 20 Jahre geforscht und da haben Sie sowas, geben Sie eine Substanz dazu, dass das wie die Plazenta bei der Geburt wirkt und das wird mir dann wieder in die Venen hineingeflossen oder und das hat jetzt folgende Aufgabe: Im Blut gibt es eine Menge Stammzellen, die zum Teil gar nichts mehr tun, die zum Teil schon wenig tun und diese Plazenta-ähnliche Substanz, die mit meinem Blut reingekommen ist, die aktiviert diese Stammzellen wieder und tut in verschiedenen Bereichen den Alterungsprozess zurückdrängen. Ich habe das jetzt vor 2 Wochen gemacht, einmal 3 Tage und vor einer Woche einen Tag und ich mache das noch 4-mal alle Monate und ich hoffe, dass das was hilft. Ich habe das Gefühl, dass es schon ganz gut geht. Ich war jetzt filmen auf Mallorca und war schwer verkühlt und trotzdem ich verkühlt war, habe ich bis 2 in der Nacht jeden Tag durchgehalten, weil wir am Vormittag und Nachmittag unterschiedliche Kamerateams gehabt und normal, wenn ich verkühlt bin, bin ich müde. Also es dürfte wirken und vielleicht werde ich nächstes Mal, wenn ich da bin, frisch und munter sein wie heute. Das ist super drauf. Hallo. Dankeschön. Übrigens, wir haben Monaten in der Lugna City auch den Rüdiger Dahlke präsentiert. Gell? Das war auch was Besonderes. Jeder kennt wahrscheinlich Rüdiger Dahlke. Gell? So,
Also wer jetzt Interesse hat, universellen Lebensenergien, also da ein bisschen was kennenzulernen, hier gleich rechts drinnen, ja? Und jetzt hier heraus geht es aber ein bisschen mit Musik weiter. Wir haben die Jenny Bell da und den Toni Stolmitzer, die uns was singen werden. Noch nicht? Ja, schon langsam, schon langsam. Sie bereiten sich vor, ihr kriegt ein paar Lidl, ein paar Special Songs. Wollen wir noch ganz besonders die Sprecher hervorheben, die von Klaus Glatzl zum Radio Okidok Medienfestival zu Heidis Zauberpark eingeladen wurden. Da war Sabina Tippel mit dem Thema Familienaufstellung. Dann war da Lars Köhne vom TV-Auslandsreporter zum nordeuropäischen Wanderschamanen. Franz Leopold Hinterndorfer, der Zeitsurfer, war da. Er sprach, spiele das Spiel deines Lebens und gebäre dich neu. Medicine Turtle Cherokee Medizinmann aus den Appalachian Mountains, Kentucky, ist ebenfalls gekommen. Dann war da noch Dagmar Neubronner mit ihrem Vortrag Kinder im digitalen Zeitalter. Professor Dr. Franz Hörmann sprach das Ende des Geldes an. Die Ursache der Finanzkrise liegt im verzinsten Schuldensystem. Elia Orli erklärt uns die Kabbala anhand der jüdischen Entstehungsgeschichte.
Außerdem singt sie uns als jüdisch stammende Nachfahrin ein Lied gewidmet für den Frieden. Franz Josef Suppans war da, sein aktives Bürgerradio. Jutta Belle, sie referierte über die Selbstliebe. Sie ist dein größtes Geschenk. Franz Reutinger sprach über Gesundheit ist Wissen und Krankheit ist Macht. Dr. Beatrice Steingartner, sie sprach über was Krankheiten uns sagen. Leo Gabriel war auch hier mit seiner Friedenspolitik. Er sprach über die Rolle der Zivilgesellschaft. Auch Norbert Brackenbauer war mit dabei. Im anschließenden Podiumsgespräch und allen noch verbliebenen Sprecher mit einem sehr interessanten Gedankenaustausch, wo auch die Gäste mit eingebunden sind. Am Ende dieser Director's Cut Serie werdet ihr alle noch in den Genuss dieser Sprecher kommen, wo wir Ausschnitte der jeweils eine Stunde dauernden Vorträge der zuvor genannten brillanten Sprechern zeigen. Doch zunächst, jetzt erstmal wieder zurück in den Zaubergarten, wo wir die interessanten Aussteller und viele Musiker sehen, die auch das Okidok Medienfestival bereicherten.